Warum spreche ich immer von einem holographischen Weltbild? Also, oder Holographie. Weltbild habe ich es jetzt noch nicht gesagt, aber für mich persönlich war es ein echter Paradigmenwechsel. Wo ich, also, ich bin ja ausgewandert nach Mallorca und habe von der ganzen esoterischen und spirituellen Szene einfach nichts mehr wissen wollen. Das ging nicht mehr. Es war richtig, richtig Stillstand. Still in der Kommunikation mit den Wesenheiten, was ich vorher immer gemacht habe, immer dieses ganze Gelaber und Gesabbel aus der geistigen Welt, sagen wir mal. Und plötzlich habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das bringt nichts. Meine Kunden werden alle noch fuscheliger, also die wussten immer noch weniger, was sie wollen, wo sie hin müssen, was das Richtige ist. Ich war einfach super enttäuscht. Ich hätte die geistige Welt hätte umbringen können, wo ich einfach gesagt habe, das geht nicht, das passt alles nicht. Und dann bin ich ja ausgewandert nach Mallorca und habe einfach 2 Jahre nichts gemacht. Und dann habe ich das erste Mal auf Facebook einen Vortrag von Steve Richards gehört. Und das war für mich, habe ich gedacht, wow, irgendwie setzen sich da gerade die Puzzleteile in mir, meine Fragen, die ich immer und ewig gehabt habe, die setzen sich gerade zusammen, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Kann das so einfach sein? Also von meinem Verständnis her habe ich gedacht, boah, wenn da auch nur, ich weiß nicht, 50% von richtig sind, was er da sagt oder wahr sind oder funktionieren oder wie ich sagen soll, das war wirklich der Hammer. Und ich wollte nicht mal eine Sitzung haben bei der einen Frau da in Mallorca, sondern ich wollte gleich die Ausbildung machen. Ich wollte ihn kennenlernen, wollte das komplett sehen und ihn sehen und hören und gleich die Ausbildung haben. Und habe auf YouTube die ganzen Interviewvideos, die es da gibt von ihm, verschlungen, absolut verschlungen. Für mich hat wirklich, wirklich dieses ganze mechanische Weltbild, von dem wir ja im Moment noch profitieren, kann ich gar nicht sagen. Das ist ja positiv. Also dieses mechanische Weltbild ist das, auf das wir uns im Moment noch beziehen. So, unser Ausgangspunkt. Aber das Problem ist ja, dass wir damit nicht weiterkommen. Und klar, wir zitieren Albert Einstein, Probleme, die auf einer Ebene entstanden sind, können auf der gleichen Ebene nicht gelöst werden, müssen auf einer anderen Ebene gelöst werden. Was heißt denn das? Das heißt für mich genau das. Solange wir noch mit diesem mechanischen Weltbild umeinander tun und meinen, dass der Mensch irgendwo hier eine Schraube locker hat oder da was ausgewechselt werden muss oder so, das geht nicht. Das klappt einfach nicht. Wir sind Menschen, erst geworden durch die Inkarnation. Aber es hat uns vorher schon gegeben. Als göttlichen Funken. Das heißt also, wir sind hier in dieses Fleisch und Blut gefährt, Körper, Geist, Seele gefährt, inkarniert, um ja zu lernen, Bewusstsein zu entwickeln, um uns weiterzuentwickeln oder was auch immer. Aber wenn wir die unsichtbare Ebene auslassen, ne, unsere Aura, wie breit oder dick oder wie die auch immer aussieht, das geht einfach nicht. Dann schneiden wir uns einen Teil ab. Und ich bin der Meinung, von meiner Empfindung her, kann ich in der Aura schon ein Jahr, halbes Jahr, Monate vorher erkennen, wenn irgendwas aus dem Lot gerät, wenn irgendwas in der Schieflage ist. Und bevor ich mir den Kopf einrennen muss oder den Finger verstauche oder was auch immer, da gab es schon also in meiner Aura sage ich immer deswegen, also irgendwann im Zeitgeschehen, kurz bevor ich mir dann den Kopf anstoße, gab es schon irgendwelche Informationen, irgendwas, was schief war. Ob ich jetzt das verkehrt gemacht habe oder ob es irgendwas Altes war, das lassen wir mal dahingestellt. Aber irgendwelche Anzeichen wird es gegeben haben. Das ist meine Meinung. Und deswegen holographisch, weil das das Speichermedium der Aura ist. Wir sind nicht mehr nur
mechanischer Körper. Sind wir nie gewesen, aber egal. Wir sind nicht nur das Materielle, sondern wir müssen das, was wir 1800, schieß mich tot, ich weiß es nicht, in die Kirche geschoben haben, aus der Wissenschaft raus, das müssen wir wieder zulassen. Es ist beides. Es ist sowohl als auch. Und ganz wichtig, es fangen ja viele Menschen an zu meditieren. Aber wenn ich dann mein siebtes Chakra aufmache und allen möglichen, ich hätte bald gesagt, Weltraummüll da reinhole, dann kann sich nichts verändern. Ich muss bei mir bleiben, ich muss klar bleiben und ich muss alleine in meiner Aura sein. Ich bin der Creator. Also ich habe diese Aura gemacht mit dem Funke, der hier inkarniert. Der göttliche Funken im Zentrum meines Herzens, der als erstes zur werdenden Mutter geht. Das kann man übrigens in der Anthroposophie sehr schön nachlesen. Oder Theosophie, habe ich viel gelesen, die basiert ja auf der Anthroposophie. Umgekehrt, die Anthroposophie basiert auf der Theosophie. Jedenfalls steht das sehr, sehr schön, dass der göttliche Funke von dem zukünftigen Wesen schon dabei ist, wenn die Mutter, weiß ich nicht, bemerkt, dass sie schwanger geworden ist, einkaufen geht, all die ganz normalen alltäglichen Dinge. Immer schon dabei ist, mit anderen diesen Körper aufzubauen. Da will ich jetzt nicht sagen Wesenheiten, das sind so, die beschreiben das sehr, sehr gut. Na egal. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das ja mal nachhören oder lesen oder ich kann auch noch mal was dazu sagen, kein Problem. Aber es geht wirklich immer um meine Wahrnehmung. Ich habe manchmal nicht die Möglichkeit, da irgendwelche Tipps zum Lesen oder zum Nachschauen zu geben, weil das so ein tiefes inneres Wissen ist, wo ich mir aus vielen Dingen, die ich gehört und gelernt habe, was zusammen gebastelt, will ich mal sagen, was zusammengebaut habe, was dieses holographische Weltbild ist. Und deswegen, als ich 2017 das erste Mal da diese Ausbildung genossen habe, das ist für mich so erleuchtend gewesen, wo ich einfach dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich kann es nicht ändern. Es war einfach super, 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 super erlösend für mich. Es hat mir viele Fragen beantwortet. Ich habe mich immer gefragt, wenn die Menschen 33 Grad Einweihung haben und irgendwo in der Regierung sitzen, wieso können die so bescheuert sein? Wieso können die Urteile fällen, die, wenn ich da selber drüber nachdenke, einfach daneben sind? Die sind nicht menschengerecht, die sind nicht, ach, ich weiß nicht. Habe ich mich immer gefragt, was habe ich mich noch immer gefragt? Ich weiß gar nicht. Ich habe mich über so Dinge gefragt, einfach. Natürlich auch, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist so Missing Link zwischen Affe und wo wir dann intelligent sind. Das war für mich so unlogisch. Ich habe im Grunde meines Herzens, hätte ich immer meiner Intuition vertrauen sollen, weil da war schon lange, lange klar, dass ich nicht vom Affen abstamme. Da muss was anderes passiert sein. Naja, auch das mal ein andermal. Mal schauen. Also, das holographische Weltbild ist das, was meines Erachtens jetzt wichtig ist, zuzulassen. Also, die unsichtbaren Schichten sind ja sechs. Sieben ist die materielle Schicht. Die sechs unsichtbaren Schichten kennenzulernen, zuzulassen und zu integrieren, also in allen möglichen Dingen, dass wir das selber über diese Schicht wahrnehmen. Oh, das ist was Altes, das hat mit mir zu tun, weil, keine Ahnung, dass wir diese ganze Information auszuwerten lernen, dass wir wissen, weiß ich nicht, Milch tut mir nicht gut, weil ich mal in Japan inkarniert war oder was auch immer. Ich weiß nicht, was da alles drin steht für jeden. Das kann nur immer jeder selber für sich herausfinden. Und das ist ja das Spannende daran. Keine Heilweise wirkt für jeden. Keine Schulform wirkt für jeden. Wir sind so individuell. Es ist, für mich ist es immer wieder faszinierend. So, so klasse. Bei jeder Sitzung, die ich mache, lerne ich. Ich lerne, wie jemand anderer seine Informationen abgespeichert hat.
Oh, ich habe noch gar nicht angestellt. Doch. Gut. Anyway, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.